Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Kretschmer verurteilt Gewalt in Chemnitz. Der sächsische Ministerpräsident sagt der Extremisten den Kampf an und kündigte eine entschiedene Verfolgung von Straftätern an. Gestern war es den zweiten Tag in Folge zu Ausschreitungen mit mehreren Verletzten gekommen. Vor allem rechte Gruppen hatten Anhänger in großer Zahl mobilisiert. Bundesregierung bietet Sachsen Unterstützung an. Kanzlerin Merkel sagte, sollte der Freistaat Hilfe brauchen, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, stehe der Bund bereit. Auch Merkel verurteilte die Gewalt. Hetzjagden wie in Chemnitz hätten in unserem Rechtsstaat nichts zu tun. Mordprozess gegen zwei Raser in Berlin geplatzt. Grund ist ein erfolgreicher Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen die Richter. Die beiden Angeklagten sollen bei einem Autorennen auf dem Kudamm einen Passanten getötet haben. Das erste Urteil hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben. Jetzt muss der Fall neu verhandelt werden. Große regionale Unterschiede bei Kindertagesstätten. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung kommen bei den unter Dreijährigen in Baden-Württemberg 3 Kinder auf eine Betreuungskraft. In Sachsen-Anhalt sind es doppelt so viele. Gedenken an Flugtagkatastrophe von Rammstein. Mit einem Gottesdienst wurde an die 70 Toten und mehr als 1000 Verletzten erinnert. In Rammstein bei Kaiserslautern waren heute vor 30 Jahren 3 Militärjets einer Kunstflugstaffel in der Luft zusammengestoßen. Eine Maschine stürzte anschließend brennend in die Zuschauermenge. Das Wetter: Morgen in der Osthälfte sonnig und trocken, sonst erst freundlich, dann von Westen mehr Wolken, die zum Teil heftige Schauer und Gewitter bringen und gegen Abend die Mitte erreichen. 23 bis 31 Grad.